Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu The Great War Western Front. Es war beim letzten Mal nicht ganz so erfolgreich. Wir haben hier Rethel verloren und jetzt ist natürlich die Frage, wie es hier weitergeht. Wir müssen vermutlich mit den Verstärkungen, die wir haben, erstmal die Front stabilisieren. Das machen wir mal ausrücken. Hier. Hier könnte man auch ein Nachschubdepot bauen. Aber dann schicken wir beide dahin. Bereit machen. Ihr geht mal dahin. Achtung, und ihr geht tatsächlich dahin, auch wenn wir da jetzt keinen Nutzen davon haben. Denn was ich jetzt machen will, ich will tatsächlich hier angreifen. Und dort eventuell diesen, den Punkt weg, also einen, den Stern einmal wegnehmen. Ich würde auch ganz gerne nochmal Nachschub kaufen. Und dann überlege ich jetzt. Forschungspunkte können wir nicht. Okay, pass mal auf. Ihr greift mal an. Hallo? Ihr greift mal an. Alle, die gehen. Und wir haben die ja schon mal angegriffen. Wir wissen, also die Moral ist wieder da. Aber vielleicht kriegen wir das diesmal besser hin. Wir haben ja jetzt ein bisschen was gelernt. Zahlenmäßig sind wir auf jeden Fall überlegen. Und ich versuche jetzt einfach taktisch, das vom letzten Mal zu wiederholen, aber dann konsequenter zu sein einfach. Und auch, was manche Ressourcen angeht, ein bisschen sparsamer. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir wissen ja auch, dass wir die... ach, guck mal. Jetzt kann ich... Warum werden die mir jetzt nicht angezeigt zum Abreißen? Das sind die, die wir das letzte Mal gebaut haben. Und der Gegner hat ja quasi dieselben Sachen wie vorher. Wir setzen hier einen Ballon hin. Wir setzen die schwere Artillerie und die leichte Artillerie hier hin und dann noch eine schwere, um dann später bei Punkt A zu supporten. Die schwere ist halt ein bisschen teurer. Wenn wir aber einmal den Durchbruch geschafft haben... Ah, wir können die auch weiter vorne positionieren. Das ist natürlich gewagt, ne? Weil, das ist schon sehr gewagt. Weil wenn er die da spottet, dann wird die höchstwahrscheinlich angegriffen. Aber Mut wird vielleicht belohnt. Dann setzen wir hier noch eine hin. So. Jetzt haben wir noch 500 Punkte. Ich spare mir die MGs, sondern ich setze jetzt alles melde mich zum Dienst. Auf die Verstärkung Infanterie. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Ich nutze auch jetzt wirklich die kompletten. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Punkt. Also was heißt komplette nicht, aber so viel wie halt irgendwie möglich ist, weil wir kriegen ja eh nochmal Punkte. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Wenn Party. Wir dann starten. Melde mich zum Dienst. Ah, jetzt kriegen wir keine mehr. Okay, warum auch immer. Weil in der Aufstellungsphase sind die halt günstiger und ich glaube, in dieser Phase des Krieges werden wir jetzt hier nicht so stark von Artillerie aufs Korn genommen und deswegen stelle ich die jetzt auf. Das wird in einem späteren Verlauf höchstwahrscheinlich schwieriger werden. So. Achso, wir haben auch das Limit erreicht, deswegen konnte man jetzt nichts weiter. So, der Ballon geht hoch.
Und wir... Wir haben neue jetzt Befehle. Aber im Laufschritt. Wir haben neue Ausrücken. Befehle. Wir sind unterwegs. Warten auf Befehle. Bewegt euch. Bereit so, machen. Die nach vorne. Wir müssen los. Ja, wir müssen los. Ich muss Achtung. Raus. Wir müssen diese Stellung halten. So. Und wir haben hinten. Neue Befehle. Die Generäle wollen diesen Abschnitt und haben. Wir sehen schon, der Kollege hat hier sein Grabensystem ausgebaut. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben neue Befehle. Wo er bereit, seinen Jungs. Ballon hat, den werden wir als erstes Feuer aufs Kommen. Den wollen wir weghaben, dass der uns nicht sieht. Und hier müssen wir aufpassen, dass er uns da nicht sieht. So, ansonsten nehmen wir auch seine MG-Stellungen aufs Korn. Hat er hier gar keine aufgestellt? Okay, der Ballon ist weg. Keine MG-Stellung, das ist interessant. Jetzt muss man die schwere Artillerie erstmal abkühlen lassen. Warten auf Befehle. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, hätten wir noch eine weitere Artilleriestellung mitkaufen können. Ich weiß halt nicht, wo hier noch Arti steht. Bereit machen! Achtung! An die Linie! Ladet sie nach! Wir haben so, neue Befehle. Wir rücken jetzt mal hier vor. Positionen vorbereiten! Vier Sperrfeuerwalze laden! Feuert auf diese Stellung! Mannschaft, Sperrfeuerwalze! Bereit, Jungs! Bereit für Feuerbefehle! Für Reichsfeuerwalze! Laden! Alle Waffen abfeuern! Wir haben neue Befehle! Ah, da ist ein MG. Koordinaten für Feuerwalze prüfen! Warten auf Befehle! Die arme Stellung bereit machen! Positionen vorbereiten für Feuerwalze! Wir ergeben uns! Achtung! Wir ziehen uns zurück! So, die rücken nach vorne. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen! Mannschaft, diese bereit. Position mit Sperrfeuer belegen! Feuert auf diese Stellung! So, und wir müssen da auf jeden Fall in die Stellungen rein. Wir halten hier die Stellung! Bereit machen! Wir sind unterwegs! Sehr gut. Achtung! Alle Mann zu in Stellung gehen! Seid bereit, Jungs! Feuerwalze einleiten! Bereit für Feuerbefehle! Wir haben neue Befehle. So, die gehen da rein. Warten auf Befehle. Bewegt euch! So, und die will ich gerne hier oben rein haben. Außerdem holen wir mal Verstärkung ran hier. Achtung! Diese Stellung gehört Wir haben neue Befehle. Die Waffen wieder neue Befehle. Warten auf Befehle. Feuerstellung einnehmen! So, da kommen natürlich jetzt Verstärkungen von ihnen. Bereit machen! Alle zurückziehen! Achtung. Auf der Feuerstufe bereit Wir machen! Haben neue Befehle! In Stellung gehen! So, die gehen da rein. Wir haben neue Befehle! Wir müssen diese Stellung halten! Und da droben kommt Verstärkung von ihm. Abfeuern! Positionen Granaten. Vorbereiten! Wir haben unsere Ziele! Warten auf Befehle! Okay, jetzt müssen wir ihm erstmal hier ein paar Einheiten rausknallen. Das sollte aber kein Problem sein. Hier die unterdrücken wir, das sieht alles gut aus. Mannschaft, vorbereiten! Die rennen da genau rein. Er schlägt mit seiner Artillerie zu. Das ist alles entspannt. Bereit machen! So, wenn die Artillerie vorbei ist, dann Achtung. Lassen wir die hier zurückziehen. Wir gehen zurück! Seid bereit, Jungs! Für Sperrfeuer auf diese Stellung! Wir haben neue Befehle! Bereit an der Linie! Und die gehen damit rein. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. Die switchen das hier. Bereit machen. Die stellen sich breit auf. Wir haben neue Befehle. Die
rennen da genau rein. Die rennen hier rein. Alles gut. Wir sind erstmal dabei im... Bereit für Feuerwehr! Wir haben neue Befehle. Wir können hier nicht gewinnen. Klar. An die Linie. Warten auf Befehle. Wir müssen los. Shit. Bereit machen. Ja, er klärt da meine Einheiten auf. Ordinale für Feuerwalze prüfen. Achtung. Wir haben neue Befehle. Die Generäle wollen so, hier müssen wir jetzt... Die müssen da erstmal raus. Neue Befehle. Warten auf Befehle. Bereit machen. Die können da im Moment nicht raus. Feuerstellung einnehmen. Mannschaft, diese Position mit Sperrfeuer belegen. Achtung, auf der Feuerstufe bereit machen. Die ziehen sich zurück. Die gehen da rein. Warten auf Befehle. Die rücken nach. Und wir holen weitere Infanteristen hier rüber. Wir halten hier die Stellung. Achtung! Seid bereit für Feuerwehr auf diese Stellung! Wir haben neue Befehle. Diese Stellung gehört auch. So, die müssen da rein. Die lassen wir unterdrücken. Warten auf Befehle. Rein da. Bereit, wir müssen diese Stellung halten. Wir holen hier nochmal Verstärkung hinterher. Beziehungsweise ziehen die hier, die wir vorhin schon aufgestellt haben, mit hier rüber. Wir haben neue Befehle. Wir haben neue Befehle. Wir ziehen uns zurück. Auf Befehle. Feuerstellung einnehmen. Alle für leichte Sperrfeuer laden. Okay, sehr gut. Positionen vorbereiten. Klar machen. Wir haben unsere Ziele. Bereit machen. Wir halten hier. Irgendwie macht die Artillerie nicht so wirklich viel Schaden. Wir halten hier die Stellung. Jetzt aber im Laufschritt. Dann greift er die Infanterie an. Ja, die ergeben sich jetzt. Auf der Feuerstufe bereit machen. Die weiße Fahne. Okay, jetzt zieht er schon mal zurück. Wir haben neue Befehle. Auf Feindbeschuss vorbereitet. Sie, die gehen hinterher. Warten auf Befehle. Seid bereit, Jungs. Für Sperrfeuer auf diese Stellung. Bereit für Feuerwalze befohlen. Feuerwalze einleiten. Alle Walze anfeuern. So. Bereit machen. Wir müssen diese Stellung halten. Jetzt müssen wir mal warten, bis die da... Achtung! Wir sind unterwegs. So, hinterher. Jetzt schießt er auf seine eigenen Truppen. Ist der bescheuert, der Franzose? Wir müssen los. Warten auf Befehle. Okay, der Franzose ist wirklich nicht... Bereit machen. Wir halten hier die Stellung. Ja, die werden jetzt gleich rausgepusht. Bereit an der Linie. Ach, diese Stellung gehört uns. Feuer frei. So, rein da. Naja, er holt jetzt hier nach und nach seine Verstärkung. Die müssen wir ihm halt einfach wegnehmen. Wir müssen ihm halt Mörbe schießen. So, die verziehen sich. Wir haben neue Befehle. An die Linie. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Holen Verstärkungstruppen ran. Mannschaft, Sperrfeuer befohlen. Warten auf Befehle. Die können sich zurückziehen. Die gehen da rein. Bereit machen. Seid bereit, Jungs. Feuer auf diese Sperrfeuer. Feuerwalze prüfen. Wir haben neue Befehle. Alle zurückziehen. Wir kommen wohl zu spät zur Party. So, das MG da oben muss auf jeden Fall weg. Wir haben neue Befehle.
Position. Wir Sperrfeuerwalze laden. Wir haben unsere Ziele. Feuerwalze klar machen. Feuer. So, weg mit dem MG, das ist gefährlich. Warten auf Befehl. Reihen schließen. Wir müssen diese Stellung halten. Seid bereit, Jungs. Sperrfeuerwalze verfolgt auf diese Stellung. So, die unterdrücken wir. Ja, er stellt da natürlich jetzt massive Verstärkung auf und holt die da rein. Bereit machen. Bereit für Feuerwehr. Diese Position mit Sperrfeuer in den Gleiten. Achtung! Jetzt aber im Laufschritt. In Stellung gehen. Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie. So. Positionen auf Feuerwehr. Wir haben neue Befehle. Die ziehen sich zurück. Hier oben. Warten auf Befehle. Rückzug! Bereit machen! An die Linie! Achtung! Wir ziehen uns zurück! Wir haben neue Befehle! Wir haben neue Befehle! Rein da! Rein da! Da ist noch ein MG, das will ich raushaben. Bereit für Feuerbefehle! Für Feuerwalze prüfen! Ja, er führt da halt alles, was er irgendwie an Verstärkungen hat, von der Seite jetzt rein. Und das müssen wir ihm halt nach und nach einfach wegknallen. Und dann können wir anfangen, die Punkte einzunehmen. Positionen vorbereiten. Sperrfeuerwalze laden. Abfeuern. Warten auf Befehle. Mannschaften bereit, wir haben unsere Ziele. Jetzt stehen die hier in den Gräben schon mal, das bereit ist gut. Machen. Achtung, auf der Feuerstufe bereit wir machen. Haben neue Befehle. Wir lassen die hier nachrücken. Seid bereit, Jungs. Sperrfeuerwalze befohlen. Und das ist jetzt schon ein bisschen wie Tontaubenschießen hier. In Stellung gehen. Warten auf Befehle. Bereit an der Linie. Bereit machen. An die Linie. So, das MG geht jetzt noch raus. Achtung! Feuerstellung einnehmen! Ladet sie nach! Auf Feuerwalze vorbereiten! Positionen diese Position mit Sperrfeuer belegen. Einleiten! So, die setzen wir auf Unterdrückung. Sehr gut, damit können wir die da reinholen. Perfekt. Hier kommen sie angerannt. Da können wir auch nochmal Sperrfeuer drauflegen. So, wenn das Sperrfeuer weg ist, dann rücken die nach. Die rücken nach. Wir holen nochmal Verstärkung dazu. Die rücken nach. Die gehen dahin. Jungs. Hier sind noch ein paar. Das sieht aber an für sich ganz gut aus. Wir haben noch 6 Minuten. Und jetzt müssen wir langsam mal Gas geben. Achtung! Die ziehen sich zurück. Die rücken vor. Die rücken vor. Die rücken vor. Die gehen da hoch. Ja, sie können so gut wie keine Reserven mehr haben. Wir das haben gefällt mir. Die Generäle wollen diesen Abstand. Ihr geht da rein. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Feuerstellung einnehmen! Bereit für ja, Feuerbefehl! Wir haben unsere Sperrfeuer laden! Warten auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! So, bereit machen. Die gehen dahin. Die Achtung, gehen dahin. An der Linie. Und die gehen erstmal da rein. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen. Warten auf Befehle. Jetzt ist er da noch dabei, Einheiten hin und her zu wurschteln. Wir schieben die gleich mal da hoch. Die Frage ist, ob da noch irgendwas steht in den Gräben. Hier geht er in den Nahkampf.
Und mit den Einheiten gehen wir jetzt direkt hier hoch, um den Punkt schon mal einzunehmen. Da können wir nämlich die Verstärkung von der Seite ranrufen. Achtung! Wir halten hier! Wir haben neue Befehle! Ladet sie nach! Für Sperrfeuerwalze laden! Wir haben neue Befehle! In Stellung gehen! So. Verstärkung bereit. Na, er hat noch ein bisschen was. Warten auf Befehle. Wie sieht's hier aus? Bereit machen. Oh ja, das sieht ja gar nicht so gut aus. Wir können hier nicht befehlen. Bereit an der Linie. Die Arme hoch, Jungs. Ah, er greift da an. Wir haben neue Befehle. An die Linie. Warten auf Befehle. Feuerstellung einnehmen. Bereit machen. Auf der Feuerstufe bereit machen. Wir haben neue Befehle. In Stellung gehen. Ist interessant, was er da jetzt macht, aber wir nehmen den Punkt ein. Wir haben noch 4 Minuten. Wir haben neue Befehle. Wobei, ich glaube, wenn man einnimmt, läuft der Timer nicht weiter. Was machen Warten die jetzt auf da? Befehle. Bereit an der Linie. Positionen vorbereiten. Reichsfeuerwalze. Bereit machen. Laden. Wir gehen zurück. So, nehmt den Punkt mal bitte ein. Dann können wir nämlich die Verstärkung von der Achtung. Seite ranrufen. An die Linie. Wir haben neue Befehle. Sehr gut. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Perfekt. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Warten auf Befehle. Mannschaften bereit. Koordinaten für Feuerwalze bereit machen. In Stellung gehen. Achtung. Bereit an der Linie. So. Die beschießen wir jetzt erstmal. Und wenn dann der Artilleriebeschuss weg ist, dann... Wir kommen wohl zu spät zur Party. Wir haben neue Befehle. Wir halten hier die Stellung. Dann werden wir sie auch angreifen. Wir haben neue Befehle. Jetzt. Angriff! Warten auf Befehle. An die Linie! Bereit machen! Diese Stellung gehört uns! So, und... Melde hier will mich ich mal noch Dienst. Eine Infanterie reinsetzen. Achtung! Feuer! Wir haben neue Befehle. Könnt ihr die bitte mal angreifen? Hey, angreifen! Wow, jetzt gehen sie aus den Gräben raus. Seid ihr bescheuert? Stellung einnehmen! Bereit machen! Zum Gefecht verteilen! Ausrücken! Manchmal ist die Steuerung ein bisschen komisch. Achtung, so, ihr greift Feuer die an. Frei. Wir haben neue Befehle! Angriff! Wir haben neue Befehle! Und ihr greift die Artillerie an. Wählt eure Ziele! Und seid bereit, Jungs! Bereit für Feuerwalze einleiten! So, damit wir nämlich die schon mal raus haben. Warten auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Bereit machen! In Stellung gehen! So, und Achtung. Die rücken wir hier mit nach. Wir haben neue weg. Befehle! Rückzug! Wir haben neue Befehle! Bereit für Feuerbefehle! Wir ergeben uns! Ladet sie nach! Sperrfeuerwalze befeuern! Positionen vorbereiten! Feuerwalze! Warten Ziele. Auf Befehle! Hat er uns da bereit gespottet? Verstärkung macht Meldung! Achtung! So, jetzt greift er von hier unten an. Wir haben neue Befehle! So, Angriff. Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie. Na, er schießt Warten aber noch mit. Befehle. Jetzt rein da. Linie. Bereit machen. Mannschaft, diese bereit. Position mit Sperrfeuer belegen. Feuer! Achtung! Da müssen wir in den Bunker rein, also in die Gräben rein. Wir haben neue Befehle. Feuer frei! Wir haben neue Befehle. Feuerstellung Warten einnehmen. Auf Befehle. Bereit machen. So, dann da rein. Da rein. Ihr rückt nach. Die kloppen sich da. Wir haben neue Befehle. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. So. Seid bereit, Feuer auf diese Stellung. Die gehen mal auf das MG dort.
Positionen vorbereiten für leichte Sperrfeuerladen. Ihr müsst bitte da rein. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit. Wir haben neue Befehle. Ihr geht dahin. So, wir haben noch 1,20. Ja, das haben wir ein bisschen gebummelt. Jetzt schießt er da mit seiner Artillerie hin. Haben wir hier nochmal Verstärkung? Ja, gehen wir da hin. In Stellung gehen. Bereit machen. Achtung! Wir können hier nicht gewinnen. Mannschaft, wir haben unsere Ziele. Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie. So. 35 Sekunden. Wir haben neue Befehle. Aber er hat im Grunde fast alle seine Infanteristen jetzt verloren. Seid bereit, Jungs! Für Reichsfeuerwechsel! Laden! Warten auf Befehle! An die Linie! Hier oben werden wir noch nicht reinkommen. Bereit machen! Feuerstellung einnehmen! Wir greifen erstmal dort an. Auf der Feuerstufe bereit machen! Achtung! In Stellung! 4 Sekunden noch. Ah, sieht gut aus für uns. Auch wenn wir leider nur einen Punkt eingenommen haben. Haben wir ja, glaube ich, ihm ganz gut unter Druck gesetzt. Guck mal, was die Auswertung sagt. Ah, nur ein wichtiger Sieg. Mist, das hätte ein großer Sieg werden müssen. Wir hätten dafür noch einen Punkt oder so einnehmen müssen. Na gut. Das ist natürlich jetzt blöd, weil der Punkt, diesen Stern ihm da wegzunehmen, wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Aber gut. So, schauen wir mal. Ja, wichtiger Sieg halt nur. Aber wir kriegen die 2000 Goldreserven. Das ist gut. Dafür können wir uns erstmal Verstärkungen kaufen. Wir könnten... Also optimal wäre es gewesen, wenn wir... Wenn wir den einen Stern weggenommen hätten, dann hätten wir jetzt mit dem Angriff von hier ihn den nächsten Stern wegnehmen können. So ist es jetzt, glaube ich. Ja, wir machen mal das automatische Berechnen hier. Wow, ein Putt. Ist natürlich nicht gut gelaufen. Aber er hat anscheinend Einheiten noch nachgezogen. 677 zu 657. Schatten in der Nacht. Erforsche die Agentenunterkünfte. Okay, das können wir eh erst frühestens in der nächsten Runde machen, weil ich nicht weiß, wie viel. Also wir haben jetzt gerade eh keine Forschungspunkte. Okay. Jetzt wäre der Rundenwechsel dran. Ich würde sagen, den machen wir dann im nächsten Video. Denn ich vermute mal, er wird entweder hier oder irgendwo hier. Er wird auf jeden Fall nochmal einen Gegenpush machen. Dass wir ihm hier... Dass wir ihm hier den Stern nicht weggenommen haben, war ein bisschen blöd. Vor allen Dingen auch der Angriff dann auf den. Naja gut, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben so ein bisschen das Gefühl rausbekommen, wie man es machen muss. Wir hätten, glaube ich, einfach ein bisschen schneller sein müssen. Dann hätten wir ihm hier den einen Punkt auf jeden Fall noch eingenommen und ihm entsprechend auch einen Stern dann hier entfernt und hätten dann mit dem Angriff von hier dann eventuell den Punkt sogar einnehmen können. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, Gemornfan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Baron und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.